Okay, teleportiere mich zurück. Kein Bock mehr. Okay. Man weiß, wie es funktioniert. Also sind wir ungefähr 2000 Blöcke entfernt, nur es ist relativ wenig. Und nee, 4000. Warte mal, wie geht das nochmal? 4000 Blöcke, das geht. Oh Gott. Ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben zum Strand. Da hat man dann auf jeden Fall, also das mit dem Strand, da kann ich dann hingehen, wenn ich genug Schienen habe. Dann mache ich da sofort einen Verbindungstunnel mit Loren hin. Dass man dann Gegenstände transportieren kann. Per Schiene kann man ja dann auch ganz viele Sachen transportieren. Da kann man ja die Loren mit Truhen versehen und dann kann man dahin mit ganz viel Gedöns, Gedingse. Gedingsel? Halt, hier überstehen, liegen ja Pilze rum. Pilz. Was geht ab mit euch? Was soll abgehen? Wie macht man Turboschienen? Redstone und Gold. Echt? Redstone? Kein Metall? Wie der Esel, der mit dem Schwanz so rumwedelt. Das sieht so scheiße aus. Passt ja zu dir. Okay, wo klar, wo baller ich das jetzt? Ja, das sieht total toll aus. In ungefähr 49 Minuten müssen wir dann einmal mit der Session unterbrechen. Okay. Fuck this shit. So, Kohle. Großhühnchen. Hm. Ah, 17 Federn. Total dumm, dass ich da jetzt einen Ofen platziert habe. Tja. Das ist so dumm gewesen, weißt du das? Ich habe was richtig Cooles gebaut. Also wenn du vorbeischaust, kann ich dir das zeigen, was ich so kreiert habe. Während ich da 2 Stunden irgendwann rumsuchen war. Um mir eine super geile... Was? Jetzt hat er irgendwas falsch gemacht. Eine richtig geile Location... zu suchen für ein richtig geiles Unterwasserparadies. Mhm. So. Am Let's Play kannst du sowas nicht machen, ey. Was denn? So große, riesige Projekte. Doch. Das ist ja irgendwann voll langweilig für die Zuschauer. Ja, ich hämmer da mal ja dann auch nicht. Weil das zum Beispiel mit deinem Labor war schon für mich nicht so prickelnd. Das ist so ein Mini-Projekt gewesen, Alter. Das ist auch wieder, weil ich nonstop rumlaber und sonst was mache. Oh, hier habe ich noch Stein drin. Ganz viel schönes Stein. Ey, Mann sagt nein, ich hab Stein. Mhm, genau. Finde ich auch. Ich hab hier ganz viel Eisen. So. Wo habe ich denn meine Schienen hingeschmissen? Und schon wieder Zeitverschwendung. Wieder essen. Da ist ganz viel Holz. Das Schaf kommt nicht in mein Haus rein. Weil ich keine Truhen öffnen kann. So, Level 40, ey. Ich hab doch ganz viele Schienen gesammelt. Wo hab ich die reingeschmissen? So. Jetzt habe ich schön viel Bambus gesammelt. Alter Verwalter. Ja, nee, die hab ich hier drin. Ja, ja, das stimmt. Hier hab ich die Schienen. Ah, zum Glück. Kommst du hier nicht rein? Meh. Meh. Wo hab ich meine fucking Goldbarren? Ich renne die ganze Zeit hin und her. Da. 55. Damit kann ich zwar nicht so viel reißen, aber... So, wie mache ich jetzt Schienen? Ach, ich brauche Redstone. Also wieder zurück zum Labor. Tja. So. Mal gut, dass ich überall eine fucking Werkbank habe. So. Jetzt aber. Dann halt hier. Wie mache ich jetzt eine Turboschiene? Weißt du das auswendig? Nein.
Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Hier liegt Glas. Brauchst du? Wie baut man überhaupt normale Schienen? Ich glaube außen einfach Holz. Ich hab's schon. Okay. 16 Schienen bekomme ich dadurch. Wenn so Schienen funktionieren, warum funktioniert so dann nicht? Warum funktioniert so nicht dann nicht eine Turboschiene? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt die Turboschiene genauso gebaut, wie ich die normalen Schienen baue, nur mit Gold und Redstone, aber irgendwie funktioniert das nicht. Du brauchst doch dafür hundertprozentig noch Eisen, für eine Turboschiene zu machen. Das kann sein. Besteht doch nicht komplett aus Gold. Ich wette, das Rezept war auch richtig beschissen dafür. Nee. Ja, muss ich das jetzt Let's Plays beenden, weil ich unbedingt die fucking Goldschiene nachschauen muss. Du wolltest eh kurz eine Unterbrechung machen. Ja, in einer halben Stunde. Soll ich schon nachschauen für dich? Gib Gas! Warte, wie heißen die Dinger? Schienen. Goldstone? Gold? Ich meine, Inventar ist voll. Schiene. Pilze! Staub? Ernsthaft? Oh, hab ich drei. Hab ich? 21 Glasflaschen. Da, jetzt. Antriebsschienen. Hast du einfach Schiene eingegeben oder so? Außen, links und rechts außen kommen Goldbarren. Also in jeder Ecke? Oben, unten und in der Mitte. Links und rechts. Links. In der Mitte, ganz in der Mitte kommt ein Stock und ganz unten in der Mitte Redstone. Wo kommt überall Gold hin? Links und rechts, oben, unten, Mitte. Ah so, jetzt hab ich's ja. Und dann kann man noch Sensorschienen machen. Was, wozu sind die gut? Warte, ich schau mal nach. Ja, die lösen wahrscheinlich irgendwann irgendwas aus, ne? Ein Redstone-Impuls lösen sie wahrscheinlich aus, wenn du drüber fährst. Ja, also wie so eine Druckplatte für diese Loren. Ja, die brauchst du ja wenn nicht. Wenn die drüber fahren, dass dann irgendwas ausgelöst wird. Alles klar, 6 Antriebsschienen. Ey, was? Okay, 6 Goldbarren, um 6 Schienen zu machen. Ich meine, mit Gold kannst du ja sowieso nichts machen, weißt du? Dann kann ich das jetzt alles verballern hier. Ja. Nico sagte noch, was machst du mit Gold? Also ich kann jetzt so viel Gold gebrauchen, wie nur möglich. Hast du zufällig noch Gold? 11 Goldbarren. Golderz hast du nicht mehr? Nein, nur Goldbarren. In welcher... Okay, jetzt kommt natürlich die Frage, in welchem Abstand musst du die bauen, damit du die maximale Geschwindigkeit beibehältst? Alle 6 Blöcke eine Turboschiene? Das weißt du natürlich jetzt nicht. Das werde ich dann wahrscheinlich ausprobieren. Dann fange ich, glaube ich, jetzt an, glaube ich, den unser Untergrundsystem zu bauen, unsere Schienensystem. Was ich wahrscheinlich direkt zur Beach, zum Strand dorthin fahren werde. Ach du Scheiße. Also das Bauen mit den Schienen ist kein Problem. Allerdings den Tunnel zu machen, zu graben, das ist ein Problem. Hm. Ja. Ein kleines, aber kein großes. Könntest du dann ja offscreen machen. Du scheiß Schaf! Komm hier aus meiner... Klar! Weil ich das Schaf dorthin gekillt habe, ist jetzt auch ein Stück weggegangen. Hast du meine Feldhacke wieder hier reingesteckt? Ja. Das ist aber schön gemacht. Ja. Großhammelfleisch. Ah ja. Ich krieg jetzt einen Rotz. So. Ungeziefer! Ja, in unserem Lager eine Truhe ist fast voll mit Erde. Hey, brauchst du Erde oder was?
Hast du was gegen Erde? Was gegen Jupiter? Wett? Was gegen Venus? Venus. Du Mädchen. Nee, ich bin Mars. Eine Legende. Mars der Snickers. Der Geschmack des Originals. Was ist denn Snickers? Ich kenne mich noch an diese uralte Werbung von Mars erinnern mit diesen Cowboys da im Wilden Westen. Was? Das ist deine Zeit schon nicht mehr gewesen. Also mir sagt es gerade nichts. Hast du Melonen rausgenommen? Nein. So wenig Melonen auf einmal. Vielleicht meine Freundin. Melonen? Ich hab hier noch 10 Eier. Eier kannst du immer mir geben, bitte. Ja, hier in der Truhe drin. Ja, ich komme. In der Kühlschrank sozusagen. Kühlschrank. Du hast immer noch nicht das Schild entdeckt. Nee, ich hab auch nicht schon. Ja, klar, soll ich denn. Ich hab eh schon keine Zeit hier im Let's Play, weißt du? Und dann soll ich wieder suchen. Erstmal wir ins Labor meinen ganzen Scheiß Inventar entleeren. Boah, ja, alles... diese Truhe musst du mal ordnen, ey, sortieren. Wo eher, ich brauch viel mehr Truhen, meinst du wohl eher? Was wollt ihr jetzt nochmal? Scheiße. Ach, Eier, genau. Eier, wir brauchen Eier. Fass dir am Schritt, dann hast du Eier. Oh, das ist geil. Massiert er da erstmal da runter. Unheimliche Musik. Hab ich nur einen Kugelfisch? Hab ich nur zwei gehabt oder hab ich den schon? Voll Regenbogen fällt bei den Schafen, ey. Trank der Nachtsicht, den könnte ich jetzt glaube ich einmal. Nee, doch. Hier läuft ein Huhn frei herum. Vorsicht, es läuft Amok. Kann ich mir irgendwas. Ja, es funktioniert! Geil! Geil, komm her! Wie geil! Hast du was gefunden? Was glaubst kannst du ja mal herkommen, dann zeige ich dir, was ich gebaut habe. Was funktioniert da bitte? Meine Mechanik, die ich da erstellt habe. Redstone? Nee, nicht mal. Wo bist du überhaupt? Bei meinen Tieren da. Neben den Hühnern ganz hinten. Oh ja, noch weiter geht's nicht mehr. Oh, ich sehe einen Pilz von hier. Das sehe ich überall. Überall rote Pilze. Pilze. Magst du Pilze? Nein, ich hasse sie. Ich auch. Sind mir zu wabbelig. Echt mal, wahr. Diese Konsistenz, wenn man reinbeißt, ey. Selbst Steinpilze. Weißt du, überall, wo du langläufst. Zuerst hörst du Mu, Mu. Und dann laufe ich weiter und hörst du. Jetzt bin ich hier. Bock, 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 bock. Hier, geh hoch. Vorsicht, was? Nicht reinfallen. Zur Hölle. Da unten siehst du in der Mitte ein Loch, ne? Ach so, die legen ihre Eier und dann kriegst du sie alle da unten, oder was? Und schau, jetzt hier runter. Komm mal her. Hier. Kommst du da unten wieder raus? Und da habe ich einen Trichter reingebaut. Schau, da jetzt ein Ei. Kommt rein. In den Trichter und jetzt öffne die Truhe. Ach was. Haha, nice, ne? Ja, darum warst du auf Minecraft-Wiki. Hast du abgeschaut, Junge. Nee, warum Minecraft-Wiki? Da habe ich... Oder YouTube. Ja, YouTube, ja, das gebe ich zu. Er guckt sich die ganzen Ideen immer ab hier, der Typ. Naja, sowas wollte ich sowieso machen. Nur irgendwie hat mir das bildliche Bild... Ja, alles klar. ...gefehlt. Ich glaube, dir fehlen unbedingt noch Kühe. Hast viel Kühe? Zu wenig. Hast viel zu ja, wenig. Ich wollte sowieso gerade neue machen. Bisschen zu wenig, ne? Jo. Da ein Pferd bleibt übrig. Da geht noch. Na? Das Skelett braucht auch erstmal 5 Sekunden zu checken, dass er mich angreifen soll. Ist der wer? Wir sind scheiß Skelett hier in deinem scheiß Baumholzwalz da. So. Geh ich mal abchecken, was meine Freundin so macht. Pilze sammeln. Pilze, genau. Boah, Pilzhausender. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab's wieder vergessen. Ich wollte meinen Untergrund. Ach ja. Oh, das erfordert aber. Eieiei. Kann ich mein ganzes Inventar erstmal rausschmeißen? Boah, das sieht ja richtig nice aus. Komm mal her, Buraki. Was denn nun wieder? Schau mal, was meine Freundin gebaut hat. Das mit den Pilzen da? Ja. Da war ich schon. Ach so, okay. Da wo alles rot ist und mit dem Dach da drüber, ne? Ja, und innen drin auch richtig nice, ey. Was? Ich hab einen Birkensetzling. Boah, nicht. Scheiß Birkenholz. Echt mal gut, dass ich überall Werkbänke habe.
So, gut. Was baue ich jetzt? M baust du jetzt? MM, genau. Ich brauche. Ich habe schon Bücherregale weitergebaut. Unten stehen jetzt. Weiß nicht, so um die 12, glaube ich. Ich habe hier immer noch eine Holzhacke. Alter, das geht mit mir. Ey, wie kommen die Kühe hier überall hin? Ja, du hast so viel, Alter. Die quetschen sich noch aus, die pressen sich da raus. Ich glaube, weil das bei uns hier so hell ist. Deswegen kommen die dann alle raus. Weil es bei uns zu hell ist? Also die spawnen dann da. Hast du zufällig Papier? Nö. Ich hab ja nicht. Ich klau dir mal dein rohes Hühnchen, okay? Warte, ich brauche selber ein paar. Ach so. Das ist mal die Hälfte da. Dieses Brot, das bringt nicht so, weißt du? Du kannst Kartoffeln in den Ofen stecken. Wie viel bringen die dann? Ich glaube, ja, so viel wie Brot, glaube ich. Ja, wow. Wozu muss ich das dann machen? Weiß wo, nicht. Wobei ich Quarz kannst du jetzt schon in Blöcke machen. Ja, es ist viel zu wenig davon. Ich sammle erstmal. Gebratenes Hühnchen. Da stecke ich mal den Rest auch noch rein. Boah, ja, Goldschwerter ohne Ende, ey. Ja, was soll ich mit dem Rotz, ne? Ich wünschte, die könnte ich mal einschmelzen, dass du Goldbarren bekommst. Das wäre einfach nur logisch gewesen, aber das haben sie nicht gemacht. Warte mal. Ey, wo baue ich unsere U-Bahn-Station hin? U-Bahn-Station? Ja, eine, da wo der Einstein... Da müssen wir uns noch was überlegen, weil wenn man das jetzt einfach frei Schnauze macht, dann... Das wäre eigentlich schon richtig nice mit dem, hier... Dein Labor sieht eh schon aus wie so ein U-Bahn-Eingang, weißt du? Ach, soll ich da den Eingang machen für eine U-Bahn-Station? Weiß ich nicht, weil du hast da eh jetzt so ein noch weitergebaut hier hinten. Ja, da wo ich weiterbaue, ist nur ein weiterer Forschungstrakt. Ach so, weil das wäre eigentlich, ja, würde ich sagen, wird sich gut anbieten für die U-Bahn-Station, den Eingang. Jetzt überlegen. Oder auf dem Berg oder so, ach, keine Ahnung. Berg. Ja, da musst du erstmal übelst weit runterbauen. Ja. Du musst ja schon bereits tief sein. So, ich hab dir mal zwei Goldschwerter abgezogen. Weiß nicht, was du. Damit kannst du jetzt deine Deko machen, was du schon immer machen wolltest. Ja, mach damit ich. Damit du dir zeigst, Baby wie das Zombie. Aussieht. Hast du Angst vor Baby-Zombies? Alter, die halten vier Schläge aus mit Eisenschwert. Voll komisch, voll die Krüppelkinder. Ey, in meiner Truhe sind ein Stack Schienen, wenn du brauchst. Oh. Ja, brauche ich sicherlich noch. Ja, kannst du dir dann halt rausnehmen. Was wollte ich jetzt machen? Das wäre jetzt richtig cool vom Spiel, wenn ich bereits in die richtige Richtung bauen würde. Baue ich das? Das Spiel ist sogar so nett, glaube ich. Ich baue sogar in die richtige Richtung. Warte, wir sind jetzt bei plus 2100. Wenn ich runtergehe, dann dürfte irgendwann ein Minus kommen. Ja. Allerdings ist die... Eieieiei. Das könnte auf jeden Fall richtig krass werden, ey. Tja, ich glaube, jetzt wäre Verzauberung, Effizienz nicht schlecht. Roberts, was hast du denn für einen Zaubertisch momentan? Hast du wieder ganz viele Bücherregale dran gekloppt? Ja, so einige. Ich glaube nämlich, sobald meine Steinspitzhacke den Geist aufgibt, dann muss ich meine Eisenspitzhacke unbedingt für alle verzaubern. So, ich hab dir mal Deko in dein Haus geklatscht, ne? Meinst du das goldene Ding da? Kannst du mal schauen, ob dir das gefällt oder nicht. Die Schwerter kannst du dann noch im Bilderrahmen drehen mit Rechtsklick. Dann kannst du die zum Beispiel schräg machen oder gerade oder was weiß ich. Musst du dir halt anschauen. Los, geh kaputt, du Scheißteil. Na also. Bisschen Paper machen? War eh nur von Kick gekauft. Kick? Clever, kaufen, billig kaufen. Oder was auch immer. Kick sowieso, ey. Was macht das fucking Skelett auf meinem Dach? Was?
Dieser Kick, wo ich immer, wo ich manchmal eingekauft habe, ne, die waren da so unfreundlich. Jedes Mal, ey, sagen die, was? Du siehst doch, dass an die kleinen Person was? Richtig unfreundlich, ey. Seitdem war ich nie wieder bei Kick, wo die mich so angefaucht hat. Kleine Bitch. Was? Was? Das, was, das, lass, krass. Was ist was, TV? Nee. Doch. Warte, ich muss jetzt zum Verzauberungstisch. Ab zur Kammer des Schreckens. Kammer des Schreckens. Bei Robert unterm Haus da.